Voodoo 1986, herzlich willkommen zu Spider-Man Miles. Oh, komm. Morales, Part 16. Und. Los geht's. Los, go. Sorry. So. Nur ein bisschen Wenne, dann haben wir Strom. So. So, du hast Strom. Ich versuch's. Ich kann die Rolltore nicht kurz schließen, nur Maschinen bewegen. Den Kran zum Beispiel. Vielleicht nutzt uns das was. Ich sehe mich um. Hallo. Hier rüber. Und hier runter. Mhm. So. Ah ja, hier. Hey, ich kann den Kran hoch und runter fahren. Bringt das was? Vielleicht hilft der Kran uns weiter, irgendwie. Hey, der Kran ist jetzt über dem Motording. Oh Gott, sorry. Motording. Ich hab ne Idee. Ich trau mir noch Kannst du den Kran wieder zum Fließband bewegen? Ja, ich glaube, ich weiß, was du vorhast. Mhm. Oh ja. Passt perfekt von hier aus. Dann hier runter. Okay. Und. Okay, der Laser sollte den Motor aktivieren. Okay. Mist! Laserkurzschluss! Ich kann den Strom umleiten. Oh ja. Perfekt. Ja. Alles klar, jetzt rüber. Mal wieder rüber. Und zack, zerab. So. Nur ein Kurzschluss. Der Laser funktioniert. Mit einer neuen Stromquelle. Okay, das ist nicht. Okay. Mit den Knoten und ein paar Netzen kann ich Strom zum Laser umleiten. Ah, das geht von hier auch. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich habe gedacht, das funktioniert nicht, deswegen. Ist halt nur die Frage, wie ich das jetzt umleiten kann hier so. Das Glas ist im Weg. Ah, okay, ich weiß, ich hab's. Ich glaube, ich muss auch das Glas oder was das ist zerstören. Da ist ein Knoten am Kran. Wie war schon ein Knoten am Kran?
Toll, was hast du jetzt gebraucht? Ach, Freunde der Nacht, was hat es jetzt, gebracht hier? Den Kro, den Dings davon? Okay. Dann müssen wir hier ein bisschen tüfteln hier, verdammt. Ah ja. Okay. Gute Frage. Das ist nicht. Das ist Glas im Weg, okay. Aber was bringt mir das, dass das Glas im Weg ist? Toll, das hilft mir jetzt gerade nicht, weil das ist keine gute Hilfe dafür. Irgendwie muss ich ja das. Ja, ist mir klar, dass ich das und das verbinden muss. Das ist mir klar. Aber ich komme wegen dem Glas nicht durch. Das ist das Problem. Ich komme hier gerade nur wegen dem Glas nicht durch. Deswegen ist es halt eine Frage, wie ich das jetzt. Aua. So. Ich verschieb den Kram, dann reichen die Netze zum Laser. Warte mal, warte mal, warte mal. Ah, alles klar. Schon kapiert. Jetzt, okay. Clever, clever. Ich muss den Kran wieder zurückschieben, dann kann ich alles verbinden. Okay. Probieren wir es mal aus. Ah ja. Ohne Witz, das ist clever gemacht, Alter. Das ist doch clever gemacht gerade eben. Die Netze leiten Elektrizität. Und dann hier hin. Jetzt. Alles klar. Schalt den Laser ein. Ein Laser, bitte sehr. Perfekt. Wenn ich den Motor überlade, wird er explosiv. Und explosiv ist gut, wenn wir die Rolltore zerstören wollen. Genau. Das habe ich gar nicht gesehen, dass da oben so ein Teil dran ist. Das habe ich damit gar nicht gemerkt gehabt. Okay, was machst du jetzt? Das ist explosiv. Ah, ja. Nein, wenn im Schlag nicht machen. Drücken wir mal. Eins und zwei. Alles klar. Nein. Auch wieder nach oben. So, jetzt hier rüber schnell. Und da rein. Da kommen wir raus. Gib mir ein paar Minuten. Alles klar. Wir wissen, was wir vorhaben. Kein Wunder. Es gibt nur einen Ausgang. Okay. Ich kümmere mich um die Wachen. Du machst diese Tür auf. Eins noch. Hast du je überlegt, mich anzurufen? Zu sagen, dass du Spider-Man bist?
Weißt du, nach dem Tod meiner Eltern musste Rick quasi zu meinem Dad werden. Ein Bruder fehlte mir trotzdem nicht. Denn ich hatte ja dich. Finn, ich... Mach die Tür auf! Das hält nicht ewig! Geh! Ich komm klar, geh schon! Mhm. Ah, gut, dann kann ich jetzt wieder hier ein paar Leute ausschalten gehen. Oh oh. Die Typen mit den Lampen am Helm erkennen Wärmesignaturen. Sie sehen dich auch, wenn du unsichtbar bist. Okay. Wie viel aus ihrer Danke. Forschungsabteilung wohl in den Kampf gegen uns fließt? Vermutlich Millionen von Dollar an Schwarzgeld. Mach den Weg frei. Ich überbrücke die Sicherheitsvorkehrungen, dann geht's raus. Ich habe immer noch Zugriff auf die Maschinen, wenn du was bewegen willst. So. Schnell Raum. Also ich muss jetzt hier mich wieder freischleudern hier, mich wieder freikämpfen hier. Ah, cool. Aber bringt mir nicht. Ja, die Netze sichern die Tür. Aber die Basis ist in Alarmbereitschaft. Sei vorsichtig. Erwarte neue Befehle. Du kommst gleich her, Alter. Mit deinen Lichtsensoren. Sorry. Und ciao. So. Hier mit euren drei Nächten, sondern das hier könnte ich mal hier gerade. Ja, was? Okay. Ich brauche Verstärkung. Okay, also nicht so oft in dem Sinn. Okay. Mhm. Okay, da unten die zwei. Fährt drauf, weil der hoch war, das ist knapp weg. Ich bin schon gerade da. So. So. Du kannst gleich herkommen, brauchst du gar nicht. Und ciao. Und schnell wieder nach oben. Ja. Hm. Okay, da habe ich dann hier mit Pfanne. Ja, das sind noch nachher was im Shop. RX-36, Statusbericht. Okay, mal gucken. Keine Ahnung. Seht lieber mal nach. Verstanden. Schon unterwegs. Dann komm mal hoch hier. Und dann deine Lampe. So. Komm du deine Lampe mal da hoch hier. Hier sind drei Typen. Alles klar. Nur eine einzelne Wärmelampe. Gebiet sichern! Flucht, Alter. Hier sind so viele Typen von denen. Jetzt komm her. Das gibt blaue Flecken. Oh, und Wasser welche. So, da reicht um was für welche blaue Flecken das gibt. Ja. So, den ersten habe ich weggeholt hier. Cool, schalte ich mal ab, dass ich den nächsten wegholen kann. RX-36, Statusbericht. Kann er nicht wegholen. Leg lieber mal nach. Der ist immer noch in der... Bin unterwegs. Der ist immer noch in der Sicht drin, der Junge.
Okay. Oho, Alter, wie viel tummeln sich denn da unten schon wieder rum? In Herrgott's Namen. Dann kommst du nicht mal hier raus aus dem. Dann komm mal her. Das, ich weiß, du vertraust mir nicht. Du hast recht, tue ich nicht. Aber wir können dir das ändern. Hör auf, mich zu hintergehen. Und tu nicht so, als hätte ich das nicht durchdacht. Und nach oben. Niemand wird verletzt, wenn ich die Plaza sprenge. Niemand außer Roxxon. Du weißt, sie haben es verdient.